läuft die Mitbildung. Ich möchte den Herren da, da sind vorher Worte gefallen, integrieren. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja. Neben meinem Haus ist ein Asylantenheim. Das wurde in ein Baugeschäft, in ein Lager eingebaut. Kein Mensch würde da eine Genehmigung erhalten. Ein Rumänier hat das gemacht, hat vom anderen Amt die Genehmigung gekriegt. Dort sind dunkelhäutige Menschen untergebracht, im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Die schlafen bis mittags, um dann wach zu sein und abends Rambazamba zu machen. Die Polizei hat sich schon überlegt, ob sie nicht einen Container runter machen, weil dann sparen sie sich Benzin. Diese Leute machen nichts, dass wir lernen. Ich bin Berufsfeuerwehrmann, ab 28 Stunden bin ich außer Haus, weil ich 24 Stunden Dienst habe. Ich brauche dann auch meinen Schlaf. Geht nicht, weil diese Leute Rambazamba machen. Jetzt kommt das Nächste. Das Landratsamt, namentlich die Frau Knoblauch, hat dafür gesorgt, dass in regelmäßigen Abständen der Rasen bei diesen Leuten gemäht wird und dass dort draußen Schnee geräumt wird. Mein Schwiegervater ist 87 Jahre, sitzt im Rollstuhl. Mein Vater ist 92 Jahre. Wenn ich nicht zu Hause bin, wer räumt denen den Schnee? Wer macht ihnen den Rasen? Niemand. Bitte integrieren Sie. Interessanter Ansatz zum Integrationsthema, ganz klar. Wobei wir wieder bei dem Thema wären, Leute, die nichts zu tun haben, könnten meines Erachtens auf jeden Fall zumindest ihre eigenen Bedürfnisse im Endeffekt irgendwo erfüllen und sich nicht letztendlich diese Bedürfnisse von der Allgemeinheit auch noch irgendwie finanzieren lassen. Das ist durchaus auch meine Meinung. Ja, ich wollte mich nur mal dazu äußern, wegen der Frage, die vorher stand, über die Ansprache von Zuflüchtigen. Kein Mensch hier in diesem Land, egal welche Nation, hat die Pflicht, sich zu äußern, was er im Tagesverlauf macht, warum er an einem gewissen Ort steht oder was er beabsichtigt, wenn er dort steht. Also nicht, dass hier irgendwie aufkommt, man sollte diese Menschen ansprechen und sie fragen, was macht ihr hier, warum seid ihr hier. Dazu müssen sie sich äußern, können sie sich auch nicht äußern. Letztendlich ist es sowieso wieder Politik, warum sie so lange hier sind, obwohl sie kein Recht dafür haben, weil über 70% aus wirtschaftlichen Aspekten hier sich befinden. Und, aber sie haben nämlich die Pflicht, wie keiner hier, wenn er nicht gerade in Justizvollzug war und irgendwelchen Auflagen entspricht, in Form von strafmindernden Maßnahmen. Ja gut, es ist natürlich schon so, dass an der These was dran ist, was eine Wortmeldung jetzt vorher gesagt hat, dass der Staat natürlich zunächst einmal eine Fürsorgepflicht hat. Und er hat eine Fürsorgepflicht, erstens einmal zunächst einmal gegenüber seiner eigenen Bevölkerung. Das ist eigentlich das, was absolut vorgeht. Und dann hat er natürlich auch eine Fürsorgepflicht, wenn er, ich sag mal, Asylanten und Flüchtlinge aufnimmt. Und wenn wir immer von dem Thema Integration sprechen, dann ist es tatsächlich so, Integration ist immer eine Sache, die von beiden Seiten ein Geben erfordert. Vom Gastland und natürlich auch von denjenigen, die kommen. Anders ist es nicht möglich. Und wir sprechen hier in erster Linie mal, geht es los bei der Sprache. Wer nicht die Sprache des Gastlandes spricht, hat Probleme, sich zu integrieren. Ist ja ganz logisch. Das heißt also, da fängt es an. Es geht weiter, wie ich vorher gerade erläutert habe, mit Beschäftigung. Ob die jetzt, ich sag mal, bezahlt ist oder ob die in Form von einer anderen Ausbildung ist, ist eine andere Frage. Aber Beschäftigung ist wichtig für die Menschen. Beides findet derzeit meines Erachtens absolut unzureichend statt. Egal, wie wir jetzt dazu stehen, ob zu viel oder zu wenig da sind. Tatsache ist, dass dieser Staat derzeit keinen Plan hat, wie diese Leute wirklich zu integrieren sind. Die integriert werden sollen und müssen. Was passiert derzeit? Derzeit werden darüber diskutiert, Familiennachzug oder nicht Familiennachzug für subsidiären Schutz. Diese Frage stellt sich mir meines Erachtens im Abkommen. Ne? Weil subsidiärer Schutz bedeutet, dass derjenige Flüchtling, nachdem die Situation sich in seinem Heimatland verbessert hat, wieder zurückgeführt werden muss. So, das ist einmal eine Tatsache. Das kann länger dauern, das kann aber nicht lange dauern. Dafür ist aber ein Gesetz aufgefordert. Das Gesetz sagt ganz klar aus, wenn eine bestimmte Person sich in dem Gastland integriert hat, dann muss er dann zurück. Das heißt, also, wenn er die Sprache spricht, wenn er Arbeit gefunden hat, wenn er sich der Kultur in Anführungszeichen angepasst hat oder zumindest nicht kriminell auffällig geworden ist, dann kann er in der Regel hier bleiben.
diese Thematik, die müssen wir eigentlich gar nicht diskutieren, die ist eigentlich gelebte Praxis bei uns in Deutschland. Naja, hier würde ich dazu sagen, da wäre natürlich Weltpolitik angefordert, und also womit sich ja Frau Angela Merkel sich intensiv beschäftigen wird. Und da gehört halt eben manche Ordnung raus, damit solche wieder in dieses Land, von denen sie kommen, zurückgeschickt werden und Auffangmaßnahmen geben und dort behandelt. Wenn sie nicht in der Lage sind, hier zu integrieren. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Sache der Vereinten Nationen. Ja, die Frage muss hier in Zukunft, aber das... Die Frage stellt sich dann, wer soll eigentlich integriert werden und wer muss wieder zurück? Diese Definition wird ja in hier einem rechtsstaatlichen Verfahren von den Beamten im BAMF und von den Mitarbeitern im BAMF entschieden. Das ist so. Und es gibt hier in Deutschland halt verschiedene, sagen wir, Staaten, einen verschiedenen Status der Flüchtlinge. Einmal dieser klassische Asylant, der wirklich politisch verfolgt ist, sind sehr wenige. Die können auch sofort den Familiennachzug einleiten, die kriegen sowieso sofort, dürfen auch sofort arbeiten. Über dieses Thema müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Es geht dann um die Leute, die einen subsidiären Schutz haben. Diese Leute dürfen nicht arbeiten, die dürfen derzeit auch die Familie nicht machen. Und zwar aus dem Grund, was ich vorher gesagt habe, weil sie eigentlich wieder zurück müssen. So. Und da gibt es die Leute, die überhaupt keine Aufenthaltsberechtigung hier haben. Und es sind nicht wenige, es sind relativ viele. Und bei diesen Leuten tun wir uns extrem schwer, die wieder in ihre Heimatländer zurückzuführen. Das ist so. Es hat verschiedene Gründe. Es hat teilweise Gründe, dass die Identitäten nicht feststellen. Es hat Gründe, dass die Papiere nicht vorliegen. Es hat Gründe, dass auch die Heimatländer, sobald sie so machen, sie festgestellt werden können, teilweise die Leute nicht zurücknehmen wollen, weil sie keine Papiere ausstellen. Dem Ganzen folgt einfach man muss es ganz klar so sehen, die Suppe, die uns hier eingebrockt wurde, das Staatsversagen, wie es wir als AfD auch bezeichnen, das nämlich damit anfängt, dass ich Menschen ins Land setze, bei dem die Identität nicht geklärt ist, die zum Großteil nicht, oder zu einem nicht unerheblichen Teil nicht registriert worden sind. Dieses Staatsversagen, was wir hier haben, das führt dazu, dass Folgeprobleme entstehen. Und die Folgeprobleme sind dann, wenn es dann geklärt ist, dass der Mensch hier nicht bleiben darf, dass man teilweise nicht mehr zurückschicken kann. Und das ist ein Problem. Und wenn man jetzt die Thematik weiterverfolgt und sagt, okay, irgendwann müssen die Leute hier bleiben, weil das auch das Gesetz so sieht, wenn jemand länger ist mit 3 oder 4 Jahren, ich bin jetzt kein Jurist, von daher weiß ich nicht, aber irgendwo ist die Grenze, wenn jemand 3 oder 4 Jahre in Deutschland gelebt hat, und dann hat er tatsächlich die Möglichkeit, auch dauerhaft hier zu bleiben. Vielleicht nicht gleich Deutscher zu werden, aber er hat die Möglichkeit, dauerhaft hier zu bleiben. Das heißt, die importierten Probleme, die wir haben, begleiten uns über die nächsten, ich möchte mal sagen, wirklich fast Jahrzehnte. Und das muss jedem mal klar sein, der auch sagt, Integration. Integration muss dann auf beiden Seiten stattfinden können. Das heißt also, die Leute, die hier bleiben, aus welchen Gründen auch immer, müssen die Bereitschaft zur Integration mitbringen. Und wenn sie es nicht tun, dann wird es richtig schwierig. Dazu würde ich dann sagen, wir könnten auch mit ihm beginnen, weil Alkohol, eben wenn nur Grundgesang wieder zu. Ja, aber ich denke, wir kennen es. Wir haben mit Alkohol begonnen. Und ja, also, da steht ja noch jemand.